Moin Leute und willkommen zurück zu Enderal. In der letzten Folge, ja, sind wir hier in der Bibliothek gewesen. Wir sollen für Juslan ja den Ätherkristall suchen, den haben wir auch gefunden. Ich schau mal, ja genau, eigentümlicher Kristall, das ist er. Und ja, seitdem wir den an uns genommen haben, ja, werden uns hier so allerlei Streiche gespielt. Also Juslan, der so ein ganz ekelhafter Typ da, den Söldner umgebracht. Und wir standen hier und wurden von oben erschossen. Also, ja, ich bin gespannt, wie das hier weitergeht. Das ist auf jeden Fall sehr geil gemacht. Muss ich sagen. Ah, guck mal, hier in die Unterkünfte wären wir so oder so reingekommen. Wie ist das denn? Lishari! Naja, vielleicht hast du dich auch einfach verdammt nochmal getäuscht und dieser beschissene Kristall war nie in diesem Kloster. Schon mal daran gedacht? Er ist hier. Wir suchen weiter. Wie du willst. Wir haben ja alle Zeit der Welt, was? Ah, schade, ja. Das wäre schön, wenn Lishari noch leben würde. Naja, zum Glück haben wir hier schon mal aufgeräumt. Warte mal, lag hier noch einer? Ja, stimmt, hier lag noch einer. Können wir noch mal mitnehmen. So. Ah, Mist, da kam nur Ektoplasma raus, aber gut. Ist auch wertvoll. Braucht man auch recht oft. Ja, moin Juslan, ne? Ich habe gefunden, was du möchtest. Ah, da seid ihr. Und? Ja, ja, ich habe den Kristall, aber es sind ein paar, sagen wir mal, seltsame Dinge passiert. Das war zu erwarten. Was genau? Naja, in dem Moment, in dem ich den Kristall aufgenommen habe, habe ich Menschen gesehen, auch mich selbst und andere, die ich nicht kannte. Hm, interessant. Ich schätze, das waren Szenen aus nahegelegenen Eventualitäten. Der Kristall hat euren Blick verstärkt und euch Elemente davon als Abbilder in unserer Realität wahrnehmen lassen. Ich habe auch Lishari gesehen. Sie war in der Ruine mit euch. Lishari? Ja, natürlich. Das muss eine Szene aus einer Realität gewesen sein, in der sie das Attentat überlebt hat. Oder in der es vielleicht nie stattgefunden hat. Und ich habe sie an eurer Stadt um Hilfe gebeten, was eigentlich auch mein ursprünglicher Plan war. Reden wir nicht darüber. Dass wir ihren Mörder immer noch nicht gefasst haben, treibt mich in den Wahnsinn. Hm, mich auch. In einer dieser Eventualitäten habt ihr den Söldner, der euch bei der Suche geholfen hat getötet. Ja, das können wir mir auch mal erzählen, ne? Habe ich das? Ah, ich sehe schon, was ihr meint. Ihr zieht daraus Rückschlüsse auf meine Person. Auf mich, richtig? Ihr lasst es klingen, als wäre das abwegig. Hm. Ist es. Ist es euch bewusst, dass häufig ein kleines Ereignis reicht, um den Charakter eines Menschen permanent zu prägen? Ihr wisst nicht, was dieser Juslan aus der anderen Eventualität erlebt hat. Er ist vermutlich ein vollkommen anderer Mensch. Oder wer weiß, vielleicht war der Söldner auch ein Halsabschneider. Hm. Jedenfalls müsst ihr keine Angst haben, dass ich dasselbe mit euch vorhabe. Darf ich jetzt den Kristall sehen? Nahegelegene Eventualitäten, also Realitäten, die unserer stark ähneln? Korrekt. Na gut, hier ist Danke. Der Kristall. Ich habe übrigens die Legierung. Etwas ramponiert, aber das sollte sich richten lassen. Hm. Faszinierend. Ein Jammer, dass wir ihn verbauen müssen. Gut, das wäre erledigt. Ich bringe den Kristall nach Ark und werde ihn dort in ein sicheres Behältnis geben. Hier, das habe ich vorhin gefunden. Eure richtige Belohnung bekommt ihr noch, aber ich kann damit nichts anfangen. Ihr vielleicht schon. Ich werde ein paar Tage brauchen, um den Weltenwandler zu rekonstruieren. Vorausgesetzt, ich finde einen fähigen Metallurgen und einen Steinmetz. Treffen wir uns in 2 Tagen im Schlagloch. Das ist eine Art Arena in der Unterstadt, falls ihr noch nie da wart. Gut. Gletscherbombe, Kilanas Geheimnisse.
Gut, in 2 Tagen im Schlagloch. Bis dann. Top. Ja, dann mach dich mal vom Staub, ne? Aus dem Staub, meine ich. So, okay. 2 Tagen im Schlagloch. Hier brauchen wir ja keine Angst mehr haben. Hier sind ja keine Gegner mehr. Ah, schon spannend hier auf jeden Fall. Wir können hier ja mal ein bisschen pennen. Wie spät ist denn das, ja? Und dann ist es auf jeden Fall schon eine ganze Zeit jetzt auch wieder vergangen. Aber warum das hier mit dem einen Zauber da nicht mehr geht, das ist schon merkwürdig. Hier mit dem. Ich habe wie gesagt immer gedacht, das liegt da dran, weil wir zu wenig Arkanistenfieber haben. Aber... das hat ja auch nicht funktioniert, als wir es hatten. Das war mal bestimmt richtig schön und geil hier. Sah bestimmt mal richtig nice aus alles. Tja, und dann... guck mal hier. Feierabend. Ist leider auch alles so eine trostlose Gegend hier, auch so mit dem Wetter und so. Tja, ich bin jetzt gar nicht sicher, was wir jetzt machen. Also... wir können ja jetzt nach Ark zurückkehren, aber wir könnten natürlich auch hier weitermachen. Da ist auf jeden Fall ein Gegner, da. Riesiger Turm, also Bock hätte ich da schon drauf, dass wir uns noch weiter umsehen hier. Ach, seht ihr, mir fällt gerade ein, wir haben ja sogar noch was vergessen, ne? Wir müssen tatsächlich nochmal zurück. In der Bibliothek ging es doch nochmal in den Keller. Und mir hatte doch noch ein Schlüssel gefehlt, da will ich jetzt gerne mal wissen... nein! Ob man den noch hätte finden können. Waren das noch? Das war hier, ne? Kann das sein? Ja, genau. Nee. Da kommt man auch direkt hier raus. Wo einem der Schlüssel fehlt. Aber... ich wüsste jetzt nicht, wo man den Schlüssel herkriegt. Ich meine, da drunter ist ja nichts, ne? Wir waren da ja... ach, hier. Ein Hebel war das nur. Ist das bescheuert, ey. Oh, und ich habe nach einem Schlüssel Ausschau gehalten. Da kannst du mal sehen. Schon wieder vollkommen verblödet. Total den Hebel übersehen, ey. Ja, wie gesagt, ich hätte schon Bock, mich jetzt hier nochmal in Talgard umzusehen. Ich weiß ja auch nicht, ob man im Zuge der Hauptquest zum Beispiel hier nochmal hinkommen würde oder so. Das weiß ich jetzt alles nicht. Oder im Zuge von einer anderen Quest. Ich weiß ja auch nicht, ob wir alle Quests gefunden haben, alle Nebenquests. Keine Ahnung, so, ne? Guck mal, hier ist ein Krematorium. Was? Ja, wir gehen mal gleich rein hier. Krematorium, ich fass es nicht.
Und ich dachte schon, das wird heute gar nichts. Da! Auf sie! Ah, jetzt steh mir nicht im Weg, du Pisser, Mann! Oh. Ich baller wieder daneben, ne? Oh, es ist unglaublich, ey. Also... Oh Mann, ey. Boah, ist das dämlich, ey. Wie kann man so oft daneben schießen, ey? Gut, hier sind wieder Gegner. Quell des Lebens ist mein Freund. Und das eine ist ja auf jeden Fall ein Magier. Dann schon mal... Ah, nicht. Das hätte ich an ihrer Stelle auch gesagt. Dieselbe Scheiße. Und ich dachte schon, das wird heute gar nichts mehr. Das hat der abgewehrt. Das kann der mit seinem Schild auch abwehren. Ich fasse es nicht. Das ist natürlich assi. Hab gedacht, das würde nicht gehen. Der jetzt gemacht hat, ich brauche auf jeden Fall Mana. Und er heilt sich, ne? Der Sausack. Ja, okay, das können die mit ihrem Schild abwehren. Dann, muss ich da auf jeden Fall dran denken, dass man sich dann bei denen eventuell anschleicht. Bei den Magiern, das macht dann ja Sinn, dass man das dann sozusagen umgeht. An die Eventualität habe ich gar nicht gedacht, dass die das ja auch abwehren können. Ja, aber macht ja auch Sinn, dass sie das... Ring der Brachialität, ey. Stündchen pennen. Wird gleich wieder aufgeladen. Ist ja noch früh. So. Ach ja, den hatten wir ja schon. Auch wieder vergessen, meine Dings zu futtern. Meine... Ach, Wasser. Oh, verdorbenes Brot. Schade, das muss ich gleich mal wieder loswerden. Meine Mana-Pilze. Auch wieder nicht dran gedacht. Dann mach das mal jetzt. Krematorium, ey, ich fass es nicht. Ist das so ein Eisvieh? Das hat nicht geklappt. Ich hatte aber recht, dass das so ein Eisvieh ist. Ich glaube, da hinten war auch ein Gegner. Ui, ui, ui. Ja, also... Diejenigen, die das geschrieben hatten mit Talgard, ist die schwerste Region überhaupt. Sie haben nicht untertrieben, ey. Das steht schon mal fest. So oft, wie ich jetzt hier schon in der Kürze verreckt bin. Ist das schon... Hausnummer hier, ey. Ho, ho, ho. Junge, 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 ey. Tja. So eine räudige Falle hier, ey.
Noch ein bisschen was gefunden. Ich bin mir halt immer nicht sicher, ne? Ach, Talgard. Kommen wir denn jetzt hier wieder raus? Also warum das mit Segen der Disziplin nicht mehr geht? Das... Das frage ich mich echt. Es ist doch in dem Baum hier gewesen. Das habe ich doch freigeschaltet. Oder wo war das? Ich verstehe das nicht. Ich hab das doch definitiv freigeschaltet. Ich kann das gar nicht begreifen, warum das nicht mehr geht. Ich meine, das war doch auch hier in dem Baum, oder nicht? Ja, hier, Fähigkeit siegende Disziplin. Einmal am Tag. Keine Ahnung, Leute, warum das nicht mehr geht. Also, es ist mir... Ist mir ein Rätsel, weil wie gesagt, ich habe ja jetzt auch 11 Stunden verpennt. Vorher habe ich das auch nicht benutzt. Tja, Krematorium. So, wo sind wir jetzt hier? Wir sind aus so einer ganz anderen Ecke raus hier. Dann gehe ich erstmal hier so zurück, weil ich will das erstmal ein bisschen chronologisch machen. Keine Erscheinung. Ach so, ist der gestorben? Der sich da reingemault in so einen. In so ein Dings. Ach, ich kann hier gar nicht zurück. Stimmt. Oh, nee. Ja, da war ja was. Der hat sich in so einen Felsen wohl reingemault. Scheiße, müssen wir doch hier raus. Als wären die instant gestorben, Alter. Egal, wo die gerade standen, lagen, wie auch immer. Ach, ich habe ein bisschen Angst hier. Oh, Kürbis. Gegner. Nein, natürlich so ein Scheiß. Ja, wie hier gerade aussah. So eine Kackviecher, wollte ich sagen. Das ging ja denn noch, aber... So ein
fresse ich gleich diesen ollen Kürbis. Ob ich den nur wegschmeiße oder mir jetzt einen Kopf hau. Ist auch egal, die wiegen nämlich immer so viel, die Dinger. So. Ui. Also wie gesagt, als das noch alles intakt war, hier sah das bestimmt mega schön aus, ja. Kann ich mir zumindest richtig schön vorstellen, hier so mit der... mit diesen Lampen auch und... diese Wege auch hier. Türmchen. Mega gut, ey. Gefahr hin. Oh, guck mal, da unten ist noch so ein Hafen oder sowas. Das ist dieser Turm. Da muss ich mir mal merken, da unten den Hafen, dass wir da auch noch mal hingehen. Ich denke mal, wir werden hier bestimmt noch einige Folgen verbringen, oder? Leute, noch magisches Symbol, Alter, geil. Oh, 86 von 100. Herrlich. Da wäre ich gerne eigentlich hoch bei dem Turm. Ich habe gedacht, da kann man reingehen. Geil, Leute, noch magisches Symbol. Das geht gar nicht. Ich sehe keinen Eingang bei dem Ding. Schade. So eine Art Stadt oder so. Ich werde mich mal vorbereiten. Könnten Gegner kommen. Ich hätte ja schwören können, dass man da auf den Turm rauf kann. Eine Suppe hier, ey Mann, Omede. Oh nein, eine Eispranke. Eis. Tja, im Talgard, eigentlich weiß man da ja auch nur das von dem Sonnenfeuer, ne? Aber was hier sonst noch alles so passiert ist und so, da weiß man ja eigentlich gar nichts drüber, ne? Ihr sollt mal rankommen hier, kein Bock hier alleine, Waren doch noch Gegner, ne? Nee, das ist eine Figur. Stimmt, ich erinnere mich, die hatte er ja noch erledigt. Alter, was haben die hier gemacht? Das Krematorium, wo war denn das jetzt? Das ist hier vorne, ne? Oh. Schreckt mich doch nicht so. Ja, da war das genau. Ja, dann sind wir hier richtig. Können wir hier auch weitermachen. Ja, ansonsten, wie gesagt, so richtig wissen tut man hier über Talgard ja nichts, ne? Außer, dass dieser Dalmarak hier
hier eine fruchtbare Gegend irgendwie draus machen wollte. Oh, guck mal, hier selbst die Kinder hat es hier erwischt, ey. Und dann ist das irgendwie mit dem Sonnenfeuer ja passiert. Und anscheinend ist das ja irgendwie explodiert und hat die ja alle aus dem Leben gerissen. So wie sie gerade standen, saßen, gingen. Schon schlimm auf jeden Fall, muss ich ja sagen, ey. Schon schwer zu ertragen hier, muss ich sagen. Okay, jetzt sind überall welche. Mich wundert ja, das soll ja irgendwie auch hier wohl verseucht sein. Gegend. Dass wir hier denn ohne Gefahr umlaufen können, weil. Also wisst ihr, wie ich meine? Das macht ja eigentlich keinen Sinn, ne? Tja, das ist schon alles schwierig. Ist auch nicht, was man da. Okay, das habe ich mir wohl eingebildet. Also ich hatte gerade gedacht, als hätte ich hier irgendwas klingeln gehört. Das weiß ich nicht, das habe ich mir eingebildet. Okay, das scheint hier komplett verschüttet zu sein. Irgendwie gar nicht rein irgendwie. Aber hier wird denn. Oh, ach doch, hier. Ich würde sagen, aber hier wird denn wahrscheinlich nichts sein. Richtig. Selbst mit Schleichen nicht rein. Hm. Gleich mal bei den Zaubern da noch irgendwie was ist. Es ist so verwinkelt hier, ey. Und hier sind wir gekommen, ne? Hier ums Eck, ne? Ah ja. Das war hier. Da oben ist.
die Abtei. Wie ist das ja? Genau, und hier ist der Turm mit diesem Schüttelhaus. Genau das hier meine ich. Genau, und von hier sind wir. Hier ist der große Turm, wo wir das magische Symbol gefunden haben. Genau, und hier sind wir wieder bei der Stadt. Ja, wie gesagt, das muss schon schön gewesen sein, aber wie es hier geendet hat, war es auf jeden Fall nicht so. Dem Sonnenfeuer. Aber anscheinend konnten die ja auch vorher hier schon ganz gut leben. Ich frage mich, warum der Affe das denn unbedingt mit dem Sonnenfeuer da machen musste. So. Wisst ihr, wie ich meine? Das hätte ja denn gar nicht Not getan. Brennen noch nach, sagen ja, da unten der Hafen. Jetzt mal sehen, wie ich da hinkomme. Die Folge ist eigentlich schon wieder vorbei. Geht immer recht schnell. Da ist auch nichts eingezeichnet da unten. Müssen wir uns echt merken. Hier außen nochmal. Hier muss ja irgendwo auch der Ausgang gewesen sein von dem. Sind wir sogar schon dran vorbei. Okay. Na gut. Wie gesagt, so mit den Dings, das muss echt cool ausgesehen haben. Guck mal, da ist auch noch eine Tür. Ach nee, hier ist erst der Ausgang. Okay. Hier. Müssen wir da weitergehen? Das wäre denn der nächste Abschnitt von Talgard. Oh, guck mal, eine Windwurz. Bin ich da oben rauf? Sieht nicht so aus, ne? Oh, doch, doch, wird was. Ja, der Hafen noch und dann halt hinter der Mauer hier, der ganze komplette Bereich fehlt uns noch. Ich werde mal überlegen, ob wir hier beim nächsten Mal direkt weitermachen oder ob wir uns das quasi nochmal aufsparen. Ja, da mache ich mir mal Gedanken, dass wir dann quasi jetzt erst nochmal was anderes machen und dann nochmal Talgard Teil 2 mal. Da hinten sehe ich auch schon irgendwelche Gegner. Ja, das werde ich mir mal überlegen. Geh mal hier ein bisschen, speichere auch mal richtig. Weg von der Kante, man weiß ja nie. Und ja, dann bedanke ich mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen. Talgard auf jeden Fall sehr, sehr geil. Cooles, spannendes Gebiet auch irgendwie. Und freue mich auf jeden Fall darauf, hier auch schon weiterzumachen. Wie gesagt, ich überlege mir mal, ob wir es in der nächsten Folge machen oder wann anders. Und dann habt bis zur nächsten Enderal-Folge auf jeden Fall eine schöne Zeit. Bis dahin und ciao, ciao.